Nun zugeschaltet aus Dresden der Spitzenkandidat der NPD, Holger Szymański. Die NPD will entgegen europäischem Recht die Außengrenzen dicht machen und meint, das Kriminalitätsproblem vor allem mit dem Ausweisen von Ausländern in den Griff zu kriegen. So viel zu den Forderungen, die eher bundespolitischer Natur wären. Herr Szymański, was sind Pläne, die Sie auch im Freistaat umsetzen könnten? Auch Sie haben 1:45 Zeit. Wir wollen Sachsen insgesamt sicherer machen. Dazu gehört natürlich auch das Thema Grenzkriminalität. Ganz klar, die hat ja dramatisch in den letzten Jahren zugenommen, als die NPD in den Jahren, als es um die Schengen-Grenzenöffnung ging, zu unseren Nachbarn, zu Polen und zur Tschechischen Republik, als die NPD im Landtag damals vor diesen Entwicklungen gewarnt hat, vor einer schrankenlosen Grenzöffnung, da galten wir als braune Nestbeschmutzer, die Sachsen nur schaden wollen. Das ist natürlich Unsinn. Inzwischen muss auch die CDU zugeben, dass es da ein massives Problem in Sachsen gibt, insbesondere an der Grenze natürlich. Die Todesdroge Crystal, die aus tschechischen Drogenküchen über Asiamärkte zu uns kommt, ist ein ganz massives Problem. Das haben erfreulicherweise jetzt auch andere Parteien erkannt. Da hat die NPD richtig Druck gemacht bisher. Insofern freuen wir uns natürlich, wenn das eine oder andere jetzt schon auf dem Gebiet der inneren Sicherheit verbessert wird oder zumindest, wie wir ja vom Ministerpräsidenten gehört haben, angekündigt wird. Aber wir trauen dem Frieden nicht. Wir sagen, wir brauchen die Bürger müssen Druck machen, weiterhin. Es muss einen Druck von rechts geben auf die Staatsregierung in Dresden, weil nur dann die innere Sicherheit in Sachsen verbessert wird. Es kann nicht sein, dass fast die Hälfte der Polizeireviere in Sachsen künftig geschlossen wird. Das ist ein Skandal. Das ist auch Unsinn, wenn der Ministerpräsident dann erzählt, dass die alle auf der Straße wären. Wir sehen ja das an den verlängerten Interventionszeiten, wenn man die Polizei mal braucht, wie lange sie dann auf dem Weg zum Bürger erstmal ist. Und das ist einfach inakzeptabel. Und deshalb sagen wir als NPD, Sachsen muss ein Land mit Sicherheit werden. Und wir wollen insbesondere natürlich die Außengrenze sichern. Das geht aber nicht darum, sie total dicht zu machen, sondern einfach dafür zu sorgen, dass mehr Sicherheit in unserem Land wieder existiert. Vielen Dank, Herr Szymański. Halten wir fest, die ersten, die im Landtag eine Anfrage gestellt haben zum Thema Crystal, waren die Grünen. Aber wir aber gegen gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder aus. Und nur bei der NPD findet sich der Hinweis, der Geschichtsunterricht solle Schluss machen mit der, Zitat, in negativer Hinsicht mystischen Überhöhung der nationalsozialistischen Vergangenheit. Vielleicht erklärt uns ja Herr Szymański jetzt, wie man das Morden im und die Opfer des Dritten Reichs negativ mystisch überhöhen kann. Ihre Zeit läuft ab jetzt. Ja, Frau Deko, ich denke, da lenken Sie jetzt von den eigentlichen Themen der Bildungspolitik ganz arg ab. Sachsen hat ganz andere Probleme als das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, nämlich die nationalsozialistische Vergangenheit zu bewältigen. Das ist nicht das Thema heutzutage mehr. Ich denke, da ist so viel getan worden, dass manchen Schülern sogar schon aus den Ohren herauskommt. Wir haben in Sachsen heute ganz andere Probleme. Es ist richtig, dass Sachsen im bundesweiten Vergleich relativ gut dasteht. Das hat mit einer guten Lehrerausbildung zu DDR-Zeiten zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass es in Sachsen noch nicht so viele Ausländer in den Schulklassen gibt, dass insbesondere bildungsunwillige Ausländerkinder der insbesondere zweiten und dritten Generation dort nicht irgendwie störend auffallen. Das ist positiv, das wollen wir ja auch weiterhin so, dass die Ausländerquote so niedrig bleibt, wie sie ist, im Durchschnitt zumindest, wenn man von den Großstädten vielleicht mal absieht. Wir sehen aber natürlich auch, dass über das reine Schulsystem hinaus es doch sehr viele Dinge gibt in Sachsen, die im Argen liegen. Wenn ich vor allen Dingen an das Thema Schülerbeförderung denke, die muss kostenlos gestaltet werden. Das ist auch eine langjährige Forderung der NPD. Die FDP insbesondere hat sich da ja immer sehr merkwürdig verhalten. Sie hat im Landtag dagegen gestimmt, in den Kreistagen, die dafür an der Basis zuständig sind, dafür. Das ist ein sehr heuchlerisches Verhalten, was die FDP unter Holger Zastrow da an den Tag gelegt hat. Wir haben das immer abgelehnt. Und ich denke, wir haben auch eine Schulabbrecherquote von 10%, die ist auch völlig inakzeptabel. Und bevor wir ausländische Fachkräfte ins Land holen, sollten wir uns erstmal um unser eigenes Bildungssystem in Sachsen kümmern. Die Schulabbrecherquote, zumindest sagen es Parteien wie die Grünen, hat unter anderem etwas zu tun, eindeutig unterschritten hatten ihre Zeit in der ersten Runde. Arbeitsplätze nur für Deutsche, das will die NPD. Ausländer sollen raus aus den Sozialversicherungssystemen, auch wenn sie jahrelang eingezahlt haben. Das träfe auch die tausenden Wissenschaftler an Forschungsinstituten, an Universitäten beispielsweise. Auf dieses internationale Wissen setzen ja alle anderen Parteien.
beim Starkmachen der Wirtschaft in Sachsen. Worauf setzt die NPD, Herr Szymanski? Ja, da muss ich Sie korrigieren. Das waren nun gleich zwei Irrtümer, die Sie da verbreitet haben. Die NPD sagt nicht Arbeit nur für Deutsche, sondern Arbeit zuerst für Deutsche. Ich denke, das ist eine legitime Forderung, dass man das eigene Volk bevorzugt behandelt. Wenn ausländische Unternehmer zum Beispiel hier Arbeitsplätze schaffen, dann sind sie durchaus willkommen. Ich hatte gerade erst vor ein paar Tagen für MDR Info ein Streitgespräch mit einem syrischen Unternehmer. Da hatte ich einen sehr interessanten Gedankenaustausch und habe das auch entsprechend so vertreten. Wir sagen auch, wenn es tatsächlich in bestimmten Bereichen Spezialisten gibt, die in Deutschland benötigt werden, die wir nicht haben, trotz aller Bemühungen, dann kann man auch darüber reden, dass auch diese Menschen sicherlich für eine begrenzte Zeit hier in Sachsen tätig sind. Das ist also auch aus unserer Sicht als NPD gar kein Problem. Und ich denke, das ist auch insgesamt wieder typisch gewesen, dass man irgendwelche Symbolpolitik von Seiten der etablierten Parteien betreibt, dass man unbedingt ein MDAX oder ein DAX-Unternehmen nach Sachsen holen will. Ich denke, das sind gar nicht die Probleme. Wir müssen insbesondere die Infrastruktur ausbauen, wenn ich zum Beispiel an ein schnelles Internet denke. Das war bisher leider in der Runde noch gar kein Thema. Oder auch wenn ich an den Bahnverkehr in Sachsen denke, was ja auch für die Lebensqualität in unserem Land eine Rolle spielt, dann ist das doch ziemlich katastrophal, was da abgeht. Und da trägt natürlich auch der Freistaat eine gewisse Verantwortung. Und das, was Sven Morlock da in den letzten 5 Jahren geleistet hat, das war einfach nichts. Und deshalb wird die FDP sicherlich auch dem nächsten Sächsischen Landtag nicht mehr angehören. Herr Szymanski, die NPD hat einen 5-Jahres-Rückführungsplan für alle Ausländer. Da gehen dann offenbar das sächsische Wollen und das ihrer Bundespartei doch ein bisschen auseinander. Aber kommen wir einfach das Ergebnis. Die CDU kommt demnach auf 40%. Das sind -2 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Umfrage im Juli. Deutlich dahinter die Linkspartei mit 19%. Die Sozialdemokraten kommen auf 14, die FDP liegt derzeit bei 3,5%, wäre damit nicht mehr im Landtag vertreten. Die Grünen erreichen 6,5%. Den Sprung über die 5-Prozent-Hürde schafft in dieser Umfrage auch wieder die rechtsextreme NPD, wenn auch knapp. Weniger zittern müsste die Alternative für Deutschland, sie käme auf 7% und könnte nach dieser Umfrage am Sonntag zum ersten Mal in den Sächsischen Landtag einziehen. Ja, und je Beteiligung, desto geringer die Chancen. Und die NPD kämpft eben auch um ihr finanzielles Wohl und Wehe. Momentan kommt jeder 2. Euro aus der Parteienfinanzierung und von den Fraktionszuschüssen. Herr Szymanski, Ihr Schlusswort in einer Minute. Ich habe keinen Ton. Herr Szymanski, ich stelle Ihnen die Frage nochmal, Sie hatten offenbar gerade keinen Ton. Das ist jetzt die Chance für Ihr Schlusswort in einer Minute. Ja, Demokratie im Sinne von Volksherrschaft hat viele Facetten. Eine Farbe in diesem bunten Strauß ist die NPD in Sachsen. Wir kämpfen um den Wiedereinzug. Wir haben einen sehr engagierten Wahlkampf in den letzten Wochen geführt. Daher auch der eindeutige Aufwärtstrend in den Umfragen. Jeder, der in Sachsen Druck von rechts möchte, der dafür sorgen möchte, dass die Staatsregierung weiter so viele Asylbewerber, die abgelehnt wurden, auch abschiebt tatsächlich. Wer möchte, dass der Christelkonsum, der Drogenschmuggel bekämpft wird, der muss am kommenden Sonntag sein Kreuz bei der NPD machen, bei der Liste 6. Und für die Wähler der kleineren Parteien, insbesondere der NPD, denken Sie daran, die Zweitstimme entscheidet. Ja, Umfragen sehen die Grünen sicherer drin. Antje Hermenau aber will mehr.